Gold, die Rallye-Naht, das ist unser heutiges Thema. Wir wollen uns mit dem Goldpreis befassen, der zuletzt ja noch einmal ein Stück zurückgekommen ist. Nicht dramatisch, aber doch spürbar zurückgekommen ist. Und wollen heute hier mehrere Faktoren betrachten, unter anderem einen Forecast intermarketbasiert bis einschließlich 2024. Und dazu möchte ich dich natürlich herzlich willkommen heißen. Und wir steigen direkt ein. Wie gerade schon angeklungen, der Goldpreis jüngst nochmal unter die 1800er-Marke gerutscht, hatte sogar die 1700er-Marke angetestet, zwischenzeitlich mal ganz kurz sogar unterschritten. Und das trübt natürlich dann naturgemäß die Stimmungslage bei den Anlegern, die in Gold investiert sind, ein. Gibt's den ein oder anderen Angstverkauf oder Panikverkauf, je nachdem, wie man das dramatisieren möchte. Aber wenn man sich nüchtern mit dem Goldpreis befasst und wenn man die Ausgangslage betrachtet, dann ist Gold, dann war Gold und ist Gold einer der spannendsten Märkte, Palladium auch in diesem Zusammenhang zu nennen. Allerdings soll das heute nicht unser Thema sein, für die nächsten Monate und Jahre. Und wir wollen uns mal verschiedene Faktoren anschauen, um nicht, so wie es die breite Masse macht, emotional immer dem hinterher zu hecheln, was gerade passiert ist. Denn als Gold vor einigen Monaten im Herbst letzten Jahres auf ein neues Verlaufshoch, auf ein neues Allzeithoch gegangen war, in der Spitze bei 2000, wo waren wir, je nach Kontraktmonat, 2070, so um die Ecke, um diesen Dreh, notierten, da hat keiner gesagt, oh Gold, das wird jetzt massiv einbrechen oder wird nochmal deutlich zurückkommen. Wahrscheinlich die allerwenigsten jedenfalls. Und genauso ist es jetzt natürlich nach einem solchen Rückgang, nach einem solchen nochmaligen Rutsch, sind dann eher so die Sorgenfalten, die auf der Stirn dann wieder mehr werden, als dass man nüchtern und sachlich die Situation bewertet. Und das wollen wir jetzt natürlich tun. Ich bin niemand, der jetzt pauschal irgendwie immer für Gold bullisch ist. Es gibt ja den einen oder anderen, der das eher so als Religion betrachtet. Letztlich ist Gold für mich ein Markt von vielen, die ich handle. Ich handle ja 25 Futures-Märkte, bin in sämtliche Richtungen auch unterwegs, habe weder eine Long noch eine Short Bias. Mir ist es im Endeffekt völlig egal, ob ich mit Gold Geld verdiene, mit Kaffee, mit dem S&P, mit dem Euro oder mit Bauholz letztlich. Es muss ja darum gehen, die Chancen, die sich hier eröffnen, nüchtern auszuwerten, nüchtern zu analysieren, statistische Vorteile auszuspielen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns zunächst einmal hier den Commitment of Traders Report anschauen. Dieser Report, für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben, ist ein wöchentlich veröffentlichter Report von der CFTC, das ist eine Behörde in den USA, und deren Aufgabe ist es, eben Transparenz zu schaffen. Wie sind die großen unterschiedlichen Händlerparteien am Markt positioniert oder in dem jeweiligen Markt positioniert? Und diesen Commitment of Traders Report gibt es für sämtliche Futures-Märkte, nicht nur für Gold, sondern für sämtliche Futures-Märkte. Und wir sehen dort, wie die Produzenten am Markt positioniert sind, also diejenigen, die den Rohstoff physisch produzieren. Wir sehen, wie die abnehmende Industrie, also zum Beispiel die Schmuckindustrie bei Gold, wie die positioniert ist. Wir sehen, wie große Spekulanten, sprich Fonds, positioniert sind. Wir sehen, wie kleine Spekulanten, das sind Leute wie ich oder wie du, wie die positioniert sind. All das können wir in diesem Report sehen. Der ist völlig frei zugänglich. www.cftc, also cftc.gov. Da findest du diesen nackten Report. Allerdings ist der auf dieser Website nur in Zahlen verfasst, so wie du es hier am rechten Rand siehst. Das heißt, als Untrainierter wird man damit erstmal nicht so viel anfangen können. Aber es ist auf jeden Fall besser, jetzt anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, als es überhaupt nicht zu machen. Links sehen wir den COT-Report in zwei Varianten, beziehungsweise ich habe jetzt hier die Commercials rausgegriffen, also Commercials sind die kommerziellen Adressen, Produzenten und abnehmende Industrie zusammengenommen. Das ist diese obere rote Linie. Und die untere rote Linie hier sind die Produzenten selbst, also nur die Produzenten.
Warum sind die Produzenten so wichtig? Naja, die Produzenten sind erstmal natürlich diejenigen, die sich mit diesem Markt logischerweise am besten auskennen. Wenn du, wenn du ein Restaurant hast, was sich auf Steaks spezialisiert hat, dann wirst du dich höchstwahrscheinlich besser auskennen als die meisten deiner Kunden. Ja, davon ist mal auszugehen. Ich hoffe, dass es so ist. Und naja, die Produzenten sind natürlich hier am besten informiert, kennen sich am besten in diesem Markt aus, haben am frühesten die Informationen und können den Markt naturgemäß am besten einschätzen. Die Produzenten sind naturgemäß Futures-Verkäufer, denn sie produzieren den Rohstoff und verkaufen über den Terminmarkt, aber auch über den Cashmarkt, den Kontraktumfang, um sich den Preis zu sichern. Gleichzeitig verpflichten sie sich damit aber auch zur Lieferung des Kontraktumfangs. So, und was selten vorkommt bei Gold, ist, dass wir sehen, dass die Nettoposition, also der Saldo zwischen den Longs und den Shorts im Lager der Produzenten, manchmal müssen Produzenten natürlich auch ja, selbst über den Terminmarkt kaufen. Kann jetzt also sein, es gibt vielleicht 10 Produzenten, also 10 Minen zum Beispiel an verschiedenen Stellen in der Welt. Und 9 haben eine super Produktion und die 10. hat eigentlich eine Lieferverpflichtung. Aber meinetwegen ist da vielleicht die Mine eingestürzt, die kriegen da das Zeug nicht raus. Oder die Lastwagenfahrer streiken, man kriegt das Gold nicht von A nach B transportiert. Irgendein Grund, warum die ihrer Lieferverpflichtung nicht nachkommen. Und dann müssen sie selbst über den Terminmarkt kaufen. Ja, deshalb gibt es also auch manchmal Produzenten, die kaufen. Aber naturgemäß sind die Produzenten Futures-Verkäufer, deshalb sehen wir auch, dass die Nettoposition hier immer unterhalb der Null ist. So, und jetzt wollen wir uns einfach mal herausgreifen, die Situation, in denen die Nettoposition in der Nähe der Null war. Das heißt, also in der die Produzenten wenig verkauft haben, wenig Futures verkauft haben. Also wenn diese rote Linie relativ hohe Werte hatte. Und das hatten wir die zum Beispiel hier. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen krickelig die Linie gezogen, sorry. Wir hatten das hier. Wir hatten das hier. Wir hatten das hier. Wir hatten das hier. Das waren die Situationen, in denen die Nettoposition der Commercials, der Produzenten, sorry, hier unten zu sehen, relativ hoch war. Sprich, eine geringe Shortquote, eine geringe Netto-Shortquote. Man könnte jetzt auch sagen, die Produzenten waren bullisch, wobei das Quatsch ist, aber so könnte man es ausdrücken. So, und in diesen Situationen, aus diesen Situationen heraus hat der Markt immer eine Stabilisierung vorgenommen, beziehungsweise erfahren und ist anschließend mehr oder weniger kräftig nach oben gegangen. Wir haben hier eine Rallye gesehen. Wir haben hier eine riesige Rallye gesehen. Hier haben wir eine kleine Zwischenrallye gesehen, so von 15%. Dann ist es seitwärts gelaufen. Es war aber insgesamt ein Kaufniveau oder ein Preisniveau hier so um die 1200 herum, was nicht mehr so doll unterschritten wurde. Da gab es nochmal einen kurzen Schlenker nach unten, aber wenn man so schaut, wo stand man 5 Jahre später, das Preisniveau hatte sich deutlich erhöht. Aber das sollte man eben hier auch auf dem Schirm haben. In welchen Zeitintervallen müssen wir hier denken? Es kann auch durchaus mal sein, wenn man eine blöde Situation erwischt und die wird man einmal innerhalb von 10 Jahren erwischen, dann muss man ein wenig Sitzfleisch haben. Und welche Situation man jetzt in diesem konkreten Fall erwischt, ungewiss, aber ich gehe eher davon aus, dass wir eine Situation jetzt haben und bekommen, bei der das keine 5 Jahre dauert, bis der Goldpreis anspringt. Aber sicher ist nichts, deshalb muss man da auch aufpassen, dass man nicht zu viel Geld in solche unsystematischen, diskretionären Trades reinsetzt. Aber du siehst auf jeden Fall hier, wann immer die COT-Daten derartig sich darstellten, dann war ein steigender Goldpreis, ein deutlich steigender Goldpreis die Folge. Hier rechts habe ich mal einen kleinen Ausschnitt aus, Ausschnitt, nicht Ausschritt, einen kleinen Ausschnitt aus dem nackten COT-Report, also aus dem Zahlen-COT-Report, nicht dargestellt in der Kurve. Und zwar speziell mit dem Percent of Open Interest. Das siehst du hier. Wie der Name schon sagt, der Prozentanteil am Open Interest. Und das Open Interest ist die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte.
Und was du hier siehst, ist diese Zahl hier, die ich eingekreist habe, 8,9%. Das ist der Anteil der offenen Short-Positionen, die von den Produzenten kommen. Also man unterteilt hier, wie viel offene Shorts gibt es, wie viel offene Longs gibt es. So, das kann man unterteilen. Und jetzt kann ich natürlich gucken, wer hält denn, also von wem kommen denn die meisten Short-Positionen? Wenn die meisten Short-Positionen zum Beispiel von den Produzenten kommen, also angenommen, wir hätten jetzt hier einen Wert, Percent of Open Interest 90%, dann würde das bedeuten, dass 9 von 10 verkaufte Futures von den Produzenten kommen. Und das wiederum sagt mir, dass die Produzenten massiv verkaufen. Und wann tun sie das? Sie können ja nur etwas verkaufen, was sie auch produziert haben. Ein Produzent wird nicht sagen, okay, wir verkaufen jetzt 1000 Futures, wenn er aber nur den Kontraktumfang von 500 Futures verkauft, produziert hat. Das heißt, im Percent of Open Interest kann ich immer auch sehen, wie es auf der Angebotsseite ausschaut. Indirekt sozusagen. Und wenn wir einen so niedrigen Wert haben, 8,9% ist der niedrigste Wert, den es jemals gegeben hat. Das heißt, nur weniger als jeder zehnte Kontrakt, der verkauft wurde. 100 Kontrakte zum Beispiel wurden verkauft und davon waren gerade mal 9 von den Produzenten. Das ist unfassbar wenig. In der Historie noch nie da gewesen, so ein Wert. Das bedeutet, die Produzenten produzieren ganz, ganz wenig. Und das ist natürlich erstmal, ja, der Tatsache geschuldet, dass wir an vielen Stellen in der Wirtschaft Lieferkettenprobleme haben. Aber das macht einen Markt natürlich unfassbar reagibel nach oben. Heißt also, wenn wir so eine Situation in der Vergangenheit gesehen haben, gab es immer mindestens 25% Anstiege. Das ist aber der mit Abstand extremste Wert, den es jemals gegeben hat. Und das macht natürlich hier, da haben wir schon mal den ersten Faktor, der hier ganz klar den Markt für die Long-Seite sehr attraktiv macht, mit einem enormen Potenzial, nicht nur mit einem kleinen Potenzial. Dann schauen wir uns hier als nächstes das Sentiment an, Stimmungsbild. Bei Sentimenterhebung muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, je nachdem, man sollte mal gucken, wie sie zustande gekommen sind. Hat man da irgendwie 10 Leute befragt? Was sind das für 10 Leute? Ist das ein komplexeres Sentiment? Sind da viele befragt worden? Oder wie kommt dieses Sentiment zustande? Deshalb, das ist immer auch etwas, wo man genauer hingucken muss. Was ist das für eine Sentimenterhebung? Was hat die für eine Historie? Wie aussagekräftig war die? Aber wir sehen hier, und nur darum ging es mir an der Stelle, wir sehen hier, dass Stand 20. Juli, also jetzt, letzte Woche, dass wir dort zwischen neutral und leicht bearish sind. Das heißt, die breite Masse ist nicht positiv gestimmt für den Goldpreis. Das ist schon mal gut. Natürlich würde man sich wünschen, als Kontraindikator, dass die Leute extrem bearish sind. Das ist noch nicht der Fall. Ist aber auch nicht verwunderlich, weil der Goldpreis ja jetzt auch nicht senkrecht eingebrochen ist, sondern er ist halt mal um 5, 6% zurückgekommen, jüngst. Ja, das ist also, dass da jetzt das Sentiment nicht auf extrem bearish geht, das ist auch klar, weil wahrscheinlich natürlich schon noch einige drin sind im Markt oder zumindest noch nicht in diesen Panikmodus verfallen sind. Also Sentiment ist okay für das, was wir eben als ersten Faktor gesehen haben bei den COT-Daten. Das steht dem nicht zuwider oder steht dem nicht im Weg, aber es macht jetzt auch die Situation nicht noch bullischer. Dann ganz wesentlicher Faktor Intermarkets. Wer damit noch nie etwas gemacht hat und das nicht versteht, wird immer sagen, ja, Prognosen zu machen ist doch Hokuspokus. Die ganze Welt basiert auf Prognosen. Wenn McDonald's zum Beispiel eine Filiale aufmacht irgendwo oder aufmachen möchte, dann machen die erstmal eine Analyse. Wer wohnt denn da in der Nähe? Was haben wir denn dort an möglichen Kunden? Also ist da Industrie zum Beispiel, wo die Leute vielleicht zweimal am Tag zum Mittagessen und nach der Arbeit bei uns vielleicht sich einen Burger holen oder Gott weiß was. Also da wird immer eine Analyse gemacht und was dann McDonald's natürlich macht, also das macht Burger King mit Sicherheit genauso, aber was dann eben dieser Burgerladen macht, ist, sie geben eine Prognose ab. Bei dieser Zusammensetzung der Bevölkerung, des Umfelds, der Industrie, alles, was wir dort haben, werden wir so und so viel Umsatz machen, potenziell mit dieser Filiale. Es lohnt sich oder es lohnt sich nicht.
Das ist eine Prognose in die Zukunft. Wenn du zum Beispiel zu einem Geschäftstermin fährst und sagst, okay, ich habe um 13 Uhr einen Termin in München und ich muss jetzt in Frankfurt losfahren, wann fahre ich denn los? Guckst du auch auf guckst auf die Landkarte oder guckst in dein Navi. Navi sagt dir, okay, wirst so 3,5 Stunden brauchen. Dann berücksichtigst du vielleicht noch eventuelle Staus. Und irgendwann legst du fest, wann du losfährst. Ist auch eine Prognose in die Zukunft. Alles, was wir machen, ist eine Prognose in die Zukunft. Und wenn du tradest, wenn du einen gleitenden Durchschnitt nutzt oder wenn du eine Schulterkopf-Schulterformation verwendest oder wenn du anlegst, so wie es Warren Buffett macht, das sind alles Wetten auf die Zukunft, das sind alles Prognosen. Das heißt also, wir machen so oder so, ob das jemand jetzt kritisiert oder schlecht redet oder nicht, jeder von uns macht permanent Prognosen für die Zukunft. Ja? Und hier ist es so, dass das allerdings fundierter ist. Es gibt Intermarket-Einflussfaktoren für jeden Markt und die begünstigen steigende oder eben fallende Preise. Und beim Goldpreis ist es zum Beispiel sind es Inflationsdaten und es sind die Anleihenrenditen. Hier zum Beispiel nutzen wir sehr stark den Realzins. Und wir sehen hier den Forecast oder den Ausschnitt für 2022. Und da sehen wir, es gab zwei Prognosezeitpunkte für Käufe, also für die Longseite, für den Einstieg auf der Longseite. Einmal den März, das war aber so ein Zwischending. Danach sollte der Preis nochmal fallen, das haben wir jetzt auch gesehen. Und dann ist der nächste große Kaufzeitpunkt, das ist der große Kaufzeitpunkt tatsächlich von diesen beiden, die es in diesem Jahr gibt, ist der August. Wenn du ein bisschen zurückschaust, zum Beispiel auch bei Artikeln, die ich jetzt hier über Gold verfasst habe in den letzten Monaten oder auch Anfang des Jahres, dann war genau diese Prognose, das ist jetzt also nichts, was ich jetzt zusammengeschustert habe, sondern es war genau so auch gezeigt. Einmal Kaufzeitpunkt März und einmal Kaufzeitpunkt August. Letzterer ist der größere, weil wir sehen hier, dass die Prognose danach steil nach oben geht. Das heißt also, das ist ein großer Kaufzeitpunkt, auf den wir jetzt hier gerade zusteuern. Wann im August? Diese Daten hier, die sind einmal im Monat, beziehungsweise die sind in einem Intervall von einem Monat gemacht. Das heißt also, ich kann nicht sagen, ja, kauf eher Anfang August oder Ende August. Wir haben hier ein Prognosezeitfenster von 2,5 Jahren. Und dass ich dann ein Zeitfenster von 4 Wochen habe, was einen Datenpunkt sozusagen oder was einen Datenpunkt ausmacht. Also genauer geht's nicht. Darum, es geht auch gar nicht darum, das jetzt perfekt zu timen, sondern wenn ich jetzt sehe, wir steuern auf den August zu, wir haben deutlich zurückgekommene Preise, dann baue ich jetzt Positionen auf. Ich mache das nicht mit einer Position, sondern ich habe mehrere Tranchen, mit denen ich das machen kann. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, das hier perfekt zu timen. Wir gucken auch mal auf die langfristigen Intermarkets. Da sehen wir hier diese dunkle Linie, ist die Prognose-Chart, die Prognose. Wie gesagt, basierend auf dem Realzins. Und da sehen wir, dass es hier eine Rallye geben soll von August 22 bis Dezember 22. Im Jahr 2023, auch da schon mal den Blick voraus, soll es ab September 2023, also in mehr als einem Jahr, müsste es einen starken Einbruch beim Goldpreis geben. Aber das muss uns jetzt noch nicht interessieren. Und von welchem Niveau aus der dann stattfindet, das muss man dann auch nochmal sehen. Das muss man auch hier verstehen. Diese Prognose gibt nur die groben Schwünge wieder. Das ist kein Maß, dass man jetzt sagen kann, okay, der Abschwung im September 23 wird ja viel größer als der Aufschwung jetzt. So darf man das nicht sehen, sondern ich muss die einzelnen Fraktale betrachten. Das heißt, jetzt dieses Fraktal August bis Dezember aufwärts und das Fraktal September 23 bis Februar 24 abwärts. Aber wie viel das dann in Prozent ausmacht, das ist nicht maßstabsgetreu hier. Also da müssen wir vorsichtig sein, dass wir da jetzt nicht irgendwie eine falsche Herleitung treffen. Wenn wir also alles hier zusammennehmen, dann haben wir eine sehr bullische Ausgangssituation für den Goldpreis. Wir haben das Sentiment, was eher ja, in Richtung bearish unterwegs ist.
Wir haben die COT-Daten, die unfassbar bullisch ausschauen, schon wenn man ins Open Interest selbst reinschaut. Allerdings, was da noch fehlt, sind eben initial zündende Käufe. Das muss man auch klar sagen. Das ist bislang nur ein Potenzial, was dort ja, dargelegt wird oder was dort aufgezeigt wird. Aber es müssen aktiv natürlich jetzt Käufe kommen, die den Preis nach oben treiben, weil im Moment ist es nur ein Potenzial. Aber das Potenzial ist erheblich. Und wenn wir hier die Intermarkets uns anschauen, dann haben wir gesehen, dass der August 2022 ein starker Kaufzeitpunkt oder ein starkes Kaufzeitintervall sein soll. Und dass wir da bis in den Dezember hinein, möglicherweise auch noch ein bisschen bis ins neue Jahr hinein, eine Rallye sehen dürften. Alles zusammengenommen bin ich also sehr bullisch für Gold und habe dort auch einige Positionen bereits laufen. Das auch schon seit Monaten, muss ich auch ganz klar sagen. Ich bin seit Monaten bullisch für Gold und habe aber auch immer, war mir immer im Klaren darüber, dass es nochmal einen Rücksetzer geben kann. Den haben wir jetzt auch gesehen. Deshalb ist es auch mir wichtig, dass ich nicht zu viel in solche diskretionären Trades reinsetze, wo ich sage, okay, ich habe die COT-Daten analysiert, das Sentiment und vielleicht noch ein, zwei Faktoren und die sagen mir, Gold wird steigen, sondern dass ich den Großteil, 80% meines Kapitals systematisch trade. Mit klaren Strategien, mit zeitlich begrenzten Strategien, die kurzfristige Trends, kurzfristige Breakouts, kurzfristige zyklische Effekte ausnutzen. Und das mache ich unter anderem mit der Trading Class, wo ich die Power Breakouts handle. Und da ist ein Portfolio jetzt auch auf einem neuen Allzeithoch in den letzten Wochen oder auf ein neues Allzeithoch gelaufen. Wir sind jetzt bei fast 6,4 Millionen mittlerweile. Profit, die erwirtschaftet wurden, nach Gebühren wohlgemerkt. Da sind immer $20 pro Roundturn kalkuliert. Und das von 120.000 Startkapital, die benötigt wurden. Und das über 52 Jahre, ohne Verlust, ja. Ihr seht hier die Kapitalkurve. Und in der Trading Class handle ich das nicht nur real mit realen Depots oder mit realen Konten. Mit Futures, CFDs, Hebelzertifikaten, sondern der Ansatz wird geschult. Es wird 12 Monate lang gemeinsam getradet. Es gibt sehr, sehr viele Schulungen dazu. Es gibt ein großes Online-Seminar als Video, was den Ansatz näher bringt. Und man wird innerhalb dieses Jahres in die Fähigkeit versetzt, diesen Ansatz eigenständig sein Leben lang zu nutzen und damit sich ein Vermögen aufzubauen. Als Inflationsschutz, als Vermögensaufbau für die Altersvorsorge, was auch immer man damit vorhat. Und wir haben dort auch inzwischen viele Teilnehmer, gerade die, die mit einem großen Konto gestartet sind. Groß bedeutet 120.000, 250.000 und mehr, die ihr Kapital schon fast verdoppelt haben seit letztem Herbst, seit August letzten Jahres. Also die jetzt binnen knapp eines Jahres so roundabout 80% Performance gemacht haben. Und das mit 3 Stunden maximal in einigen Monaten sind es 4, 5 Stunden Zeitaufwand pro Monat. Also, wenn dich das interessiert, in der Infobox unter diesem Video findest du den Link zu den Infos für die Trading Class und dann schau sie dir in Ruhe an und wenn dir das zusagt, dann sichere dir dort einen Platz, dann melde dich dort an. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen interessanten Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten YouTube-Video. Macht's gut, ciao.